Liebe Zuschauer, ich melde mich hier aus dem Fitnesscenter in Berlinchen vom internationalen Tischtennisturnier, das hier heute ausgetragen werden soll. Gespielt wird in drei Alterskategorien. Alle fragten sich natürlich, wird der disqualifizierte Champ von vor 2 Jahren auch dabei sein? Damals wurden bei der Urinprobe 2 Bier und 3 Goldbrand festgestellt. Konnte er vielleicht nur unter Einnahme dieser Rauschmittel so eine tolle Leistung bringen? Wir werden das heute nicht erfahren, denn Benno ist nicht dabei. Vielleicht hat er einfach die Hosen voll. Liebe Sportfreunde, wir haben jetzt hier einen der Organisatoren dieses Tischtennisturniers und wir wollen mal Herrn Weißhahn fragen, inwiefern dieses Tischtennisturnier zur Qualifikation zur deutschen Meisterschaft dient. Ja, eigentlich recht weit, weil wir sind mindestens 26 Berlinchener Champions am Werk. Und ich sag mal, die Berlinchener Champions sind ja diejenigen, die unter Garantie in der deutschen Meisterschaft hart mitreden. Alle 26 eigentlich, denke ich mal. Erbs ist eigentlich sonst ein Fußballer. Sag mal, hast du hier beim Tischtennis gar keine Ahnung und ja, keine Sonne gesehen oder wie? Doch, ich habe ja schon 3 Spiele gewonnen und 1 verloren. Ich nehme jetzt mir erstmal an diesem Turnier teil und ich finde es wirklich sehr schön, dass so viele Teilnehmer gegen mich antreten. Christine, wie war es? Gut. Gut. Was heißt gut? Schön. Hat Spaß gemacht? Ja. Hast du neue Kinder kennengelernt? Ja. Hast du auch ein Spiel gewonnen? Nein. Ja, macht nichts. Muss mit dem Papa noch ein bisschen trainieren, ne? Du wolltest dir den Pokal wegholen, haben wir gehört? Ja, wollte ich. Und, ist es dir gelungen? Naja, ich bin jetzt bis jetzt noch Erster. Am Ende hat es doch noch für den kleinen Mann aus Randow gereicht, der einen der begehrten Preise mit nach Hause nahm. Tja, liebe Sportsfreunde, das war's vom Tischtennisturnier und soweit unser Sportbericht.